Die Wendekreise des Krebses und des Steinbocks geben die Grenze der Verbreitung an, des Kaffees, einer empfindlichen Pflanze. Nur reife rote Früchte werden geerntet, von Hand. Und wiederum bedarf es der tropischen Sonne, um die Samen zu trocknen. Sortiert nach Größe, Farbe und Gewicht ist Rohkaffee nun bereit für die Reise in alle Welt. Sein frischer Geruch ist ein wichtiges Kriterium der Qualität. Zwei Sorten, 7 Anbaugebiete, daraus erstellt Loaca seine Mischung. Das traditionelle Röstverfahren sichert die Ausgewogenheit der fast 1000 bekannten Substanzen des Kaffees. So bleibt nunmehr die Kunst der Zubereitung. Eine Herausforderung, denn mit der Qualität steigt stets auch der Anspruch.